Guten Morgen, meine Lieben. Da bin ich, Dienstagmorgen. Und dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe meinen Laden kreativen Style und alles, was sich darin befindet. Und dieses Jahr wird ein ganz kurzes Video. Ich bin krank. Guck mal, meine Augen. Ich habe eine Bindehautentzündung, die jetzt zwar schon wieder im Abklingen bin, aber ich habe am Wochenende ausgesehen, Kinners. Ja, ne? So. Und deshalb, ich habe auch keine Geschminke oder ihr müsst mich heute so nehmen, wie ich bin. Geht's mir echt beschissen. Meine Augen brennen, sie tun weh, ich habe keine Ahnung. Am liebsten habe ich sie zu. Am liebsten sitze ich hier mit zu'n Augen. Ich habe kaum gestrickt. Also am Wochenende schon mal gar nicht. Völlig zugeschwollen, völlig eitrig. Überhaupt nicht machbar. Ich bin auch immer wieder am Reiben, muss vorsichtig sein, weil das juckt und brennt und tränt und ach, Schiete. Ehrlich, jetzt muss ich am Anfang gleich schon. Ach, Kinders, ne? Dann ist bei uns so Schietwetter. Gestern schien die Sonne, heute ist wieder Schietwetter. Es fängt an zu regnen. Was soll ich sagen? Ich kann euch heute leider nicht so viel zeigen und so viel reden und so viel machen. Also deswegen werde ich das heute leider etwas kürzer halten. Guck mal, ich muss unbedingt hin. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, was ich gestrickt habe. Gestern hatte ich Besuch von der lieben Monique. Hallo, ich denke mal, du guckst das jetzt, ne? Ich hoffe, du hast einen ganz, ganz tollen Geburtstag gefeiert gestern Nachmittag. Und deine liebe kleine Katze hat sich sofort eingelebt. Liebe Grüße auch an deinen Mann. Also ich habe mich ganz, ganz doll gefreut, euch beide kennengelernt zu haben und dass ihr hier bei mir wart. Und ich habe ein Geschenk bekommen. Ich habe es eingepackt gelassen, weil ich gedacht habe, das muss ich euch erst mal zeigen. Jetzt guckt mal. Ja. Alles meins. Es ist sowieso alles meins. Derjenige, für den das war jetzt intern, ja, aber derjenige weiß schon Bescheid. Ja, alles ist meins. Dann habe ich, das war nur so eine Kleinigkeit, so nebenbei. So eine interne Sache. Ist nichts Schlimmes. So, ja, was habe ich gestrickt? Ich habe es tatsächlich geschafft. Pass auf, jetzt kommt's. Ich habe tatsächlich geschafft, den Socken meiner Nichte, den ich ja jetzt wirklich, also spätestens, ich habe gesagt Oktober, ne? Aber jetzt, ich konnte am Wochenende nicht. Ich wollte das, wenn wir jetzt nächste Woche zu meinen Eltern fahren, wollte ich das mitnehmen und wollte ihr das jetzt dann schon überreichen. Schaffe ich auch. Ich werde also morgen, denke ich mal, und am spätestens Samstag ist das fertig. Ich muss jetzt nur noch die Wand, das Käppchen und dann den Fuß. Und dann ist es vorbei. Dann habe ich es endlich geschafft, diesen Monat tatsächlich, ich will ja jeden Monat, ne? Die Socken zu stricken. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, nach der Grammzahl, ich komme mit diesen gerade so für diesen Socken aus, ja. Es sind auch keine, bei dem Alpaka ist ja auch keine 420 Meter drauf, sondern nur 390. Das hatte ich gar nicht, deswegen kann ich fürs Baby, habe ich jetzt andere. Geht ja nicht, ne? So, funktioniert nicht. Das habe ich also gemacht, da brauche ich jetzt nur noch, ne? Mal gucken, wie es mir nachher. So zwischendurch habe ich da mal so ein, zwei, guckt euch das mal an. Ein, zwei, strickt ein, zwei rein und dann habe ich wieder da gesessen. So, kein Fernsehen, kein gar nichts. Die Augen zu, ein bisschen Kamillepads drauf und ach, ist das widerlich, ne? Ja, auch, also ich habe nur das mitgebracht, wo ich auch wirklich dran stricke. Ja, und zwar das Lampion-Tuch. Da habe ich auch bald, ja, guck, siehst du, und dadurch, dass ich dann gedacht habe, ach Mensch, du kannst ja weiter stricken, dann und dann und dann und dann, und dann kommt dann dieses dazwischen.
Also andere Podcaster sagen ja immer, das Leben kommt dazwischen. Ja, es ist auch wirklich so manchmal. Manchmal kommt das Leben dazwischen. Meine Augen. Und deswegen bin ich auf der Rückreihe vom Lampignon-Tuch. Kann ich euch noch irgendwas erzählen? Außer, dass ich mich geschont habe, dass nichts gemacht worden ist oder. Nee. Also, ich kann eigentlich von dieser Woche, von Dienstag bis jetzt nichts erzählen. Ich habe so vor mich hin, ne? Geschmerzt am Wochenende. Es fing am Freitag schon an und hat sich dann Samstag, Sonntag dermaßen gesteigert, dass ich gestern Morgen, meine Brigitte ist gestern Nachmittag, ich konnte meine Augen, musste ich immer so, musste immer meine Augen zumachen, weil ich wäre vom Brennen und Tränen der Augen wäre ich bald irre geworden. Naja. Aber was hat die eine gesagt? Hey, bei dieser hat diese Krankheiten. Also hören wir damit auf, ne? Es ist aber, es ist auch das gehört halt dazu. Ne? Soll ich mich jetzt hier hinsetzen und soll jetzt glücklich rufen? Hallo. So, bin ich wieder da. Oh Mann. Die Dame sagt auch gerade, was ist los? Sie gucken aber komisch aus den Augen. Ja, Mo. Ich soll mich, ich schreie immer hier. Es ist ganz egal, was es ist. Ich schreie immer hier. Ach, herrje. Es ist wirklich. Es ist wirklich nicht zu fassen. Tja. Aber egal, dafür mache ich mir gleich einen ruhigen. Ich werde wahrscheinlich hier nachher sitzen und werde mich hier Augen zu, vielleicht ein Hörbuch. Und dann nur, wenn die Klingel klingelt, stehe ich auf. Jetzt überlege ich mir dann auch noch. Kann man ja auch mal versuchen, ne? Aber ich denke mal, wenn ich dann nicht aufstehe, ist der Laden irgendwann mal komplett leer. Ach ja. Auf jeden Fall bin ich froh, morgen habe ich frei. Morgen habe ich frei, da kann ich mich dann auch noch ein bisschen erholen und am Donnerstag hoffe ich, dass das dann alles gegessen ist wieder. Dass das alles angeschlagen hat und heute Abend, Quatsch, heute Abend, morgen Abend ist wieder Mitglieder live. Also da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich dann ja zu Hause. Da habe ich mich dann den ganzen Tag. Aber ob ich das dann, je nachdem, wie es mit meinen Augen ist, ob das dann auch wieder 2 Stunden oder 3 Stunden werden, das kann ich echt nicht versprechen. Ja. Und das Allerschärfste, das Allerbeste, wo ich mich so drauf freue. Es kann sich keiner vorstellen, was ich mich freue. Ich fahre am 3. November mit meinem Mann nach Otterndorf. Yay, zum Stricktreff. Und dann machen wir uns da so ein richtig schönes Wochenende. Das haben wir uns verdient. Also da freue ich mich drauf wie ein Keks. Also ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen, was ich mich darauf freue. Ist egal, dass November ist, das Wetter vielleicht bescheiden ist, ist mir ganz egal. Ich freue mich da richtig drauf. Ja. Schauen wir mal. Ich bin auch mit dem Stricken gleich fertig, dann kann ich es euch zeigen. Guten Morgen. So, da sind wir wieder. Ja, Fluff ist wieder da. So, wie weit bin ich denn jetzt hier? Was wollte ich denn noch sagen? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir gewesen sind, als die Kundin kam. Keine Ahnung. Das mit dem Live morgen mit den Mitgliedern habe ich gesagt. Das nächste Live für die Abonnenten kommt irgendwann im November. Im November gibt es ein Plausch auf der Couch mit Angela und mit Andrea. Ich freue mich. Ich freue mich richtig, ja. Und ich habe auch noch ein paar Plätze fürs Weihnachtsstricken frei, falls noch einer Interesse hat.
Ach, was wollte ich denn noch? Wo war ich denn? Wo war ich denn? Ach so, in Cuxhaven. Dass ich mich so irre freue. Ich kann es nicht. Oh, das ist ehrlich, dass wir doch dieses Jahr nochmal. Da machen wir uns so ein richtig tolles Wochenende. Ich freue mich. Das wird richtig schön. Und das ist gar nicht mehr lange. Ne? Ja. So, da ist es. Ich bin also hier wieder, also jetzt ist dieses hier wieder fertig. Jetzt kommt er wieder, warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Acht muss ich, also drei Stück noch. Und dann kommt der nächste Chart, also mit dem nächsten Muster. Yay. Ja. Und nein, ich freue mich. Also dieses Stricktreff, da gehe ich mit einer ganz lieben Zuschauerin und Bekannten aus Otterndorf von Ella's Wollhimmel, die Petra. Mit der gehe ich auf dieses Stricktreffen. Also da freue ich mich schon richtig, riesig, riesig drüber. Ja, und natürlich mit für das Wochenende mit meinem Mann, ne? Also endlich haben wir wieder ein bisschen Zeit für uns, ja. Das ist auch immer wichtig. So, was habe ich noch gemacht? Ich erzähle es. So langsam fange ich das Schwitzen an. Oh, Kinder, ist echt. Er ist draußen so uselig, ne? Und ach, oh, ich habe hier Färbeklamotten an, weil ich gedacht habe, ich mache vielleicht mal heute so einen kleinen Färbe. Nur einen Teil oder so. Mal gucken. Wenn es mich überkommt, habe ich gedacht. Jetzt. Ich habe mich, es sind wieder, die Bücher sind jetzt da, die oh, Mini-Tücher stricken. Alle, die bei mir die Tücher, Bücher, Mini-Tücher stricken bestellt haben, möchten sich bitte noch einmal per E-Mail melden. Es ist so lange her und ich kriege so viele E-Mails. Ist so. Bitte meldet euch nochmal, damit ich euch das jetzt am Wochenende fertig machen kann. Ne? Also alle, die was haben wollen. So. Ja, ich komme auf die Minitücher aus folgendem Grund. Es hat mich irgendwo, hat es mich gepackt und ich habe gedacht, du musst mal irgendwas austüfteln, du musst mal irgendetwas fertig machen. Und kreativ und stylisch. DPD, sie schaffen es nicht. Pass mal auf. Ich bin sitze hier. Er geht gerade am Schaufenster vorbei und guckt und guckt und guckt. Wenn der mir das jetzt wieder über die Mauer schmeißt, obwohl ich jetzt an. Nein. Nee, ist er nicht? Tut er nicht? Doch. Hallo? Ja, guten Morgen. Frau Sophia. Sophia? Ja. Das können Sie hier bei mir lassen. Okay. Das ist die Tochter. Von oben. Ja? Bitte schön. Ja, ich danke auch. Bitte schön, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Ja, ein netter junger Mann. Er kann ja nichts dafür. Also, wir haben einen Briefkasten hier, ne? Also die Mieter hier im Hause haben einen Briefkasten, aber macht nichts. So, wo waren wir? Dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, irgendwo möchtest du ein Tuch haben, mal mit einer Kordel, so wie dieser Sophia-Schal oder Sophie-Schal. Dann habe ich gedacht, du machst einfach einen Eikordrand an beiden Seiten und nimmst einfach zu. Solange bis dir die Breite gefällt. Guck mal. Und dann habe ich das hier bisher. Und ich werde es jetzt zu Ende stricken. Ja. Und dann mal gucken. Mal gucken, wie ich das, wie das so aussieht. Ob ich das hingekriegt habe. Ne? Ja. Das stricke ich aus Alpaka und aus Kit Mohair im Farbverlauf. Ich habe gedacht, ich brauche auch mal was. So ganz grau kann ich ja nicht, aber ich stehe ja auf grau, braun und so. Und nicht nur auf rosa. Und ich habe mir gedacht,
durch den Farbverlauf peppt das Ganze auf, dann ist es nicht nur grau, weil grau nur zu meinen grauen Haaren. Egal, aber ich habe euch ja erzählt, vielleicht hat es bald ein Ende mit dem grauen Haar, weil es gibt jemand, also es gibt ein Mittel in der Apotheke, zum Haarefärben aus natürlichen Stoffen. Mal gucken, wie das ist. Ich meine, wenn es nicht hält, hält es nicht, ne? Weil ich kann mir das nicht gut vorstellen, dass das hält. Aber ausprobieren, vielleicht kann man das ja mal ausprobieren. Weiß man es? Dann hat das vielleicht bald ein Ende. So, was ich dazu sagen wollte. Also dieses Tüchlein habe ich jetzt mit Alpaka und mit Mohair gestrickt. Und in dem Buch Minitücher stricken sind viele Tücher dabei, die also auch mit zwei Garnen gestrickt werden. Und zwar immer ein Mohair-Garnfaden dabei und ein Alpaka, Merino oder was du gerade hast. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein paar Sets fertig, wenn euch das interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe hier so ein paar Sets liegen. Und ich denke mir, ich mache euch einfach mal so ein Set-Angebot. Also für alle, die das Büchlein dann damit bei haben wollen, müssen sich melden. Aber ich habe jetzt nur noch 14 Stück, ne? Also gestern der Tag war schon. Also dann muss ich wieder bestellen. Also dann könnt ihr das ohne Buch, weil das Buch, da kann ich keine Rabatte drauf geben, weil das ist ja Bücher. Kostet ja überall gleich. Also ohne Buch mache ich euch ein Angebot von 20 Euro. Zum Beispiel Alpaka Heather, Manus de Uruguay. Passend dazu dieses Blau. Und du brauchst ja nur für das Minitüchlein diese beiden an den Strang 50 Gramm und 25 Gramm von den Mohair. Da sind 210 Meter drauf bei dem Mohair und bei dem sind 180, nee, 150. Also für so ein Mini-Tüchlein reicht das ja allemal aus. Ja, das ist das erste Set. Also ich mache wieder Set 1, 2, 3, 4, falls ihr euch dafür interessiert, ne? Also ist das ein Sonderpreis von 20 Euro fürs Set. Und wenn ihr das Buch dabei haben wollt, dann kostet es leider 29,90, weil das Buch kostet 9,90 Euro. Ja, so. Ich habe so ein paar Vorschläge gemacht. So dieses Grau hier. Das ist Set Nummer 2. Set Nummer 3 ist dieses hier, das finde ich auch besonders schön. Das ist Nummer 3 und natürlich solange der Vorrat reicht, ne? Nummer 4 ist mit Grün. 4, Nummer, ups, hier, Nummer 5. Da haben wir das andere war ja Manus de Uruguay. Und hier haben wir Lama Silk, also Baby Lama und Seide, 165 Meter. Und hier ist immer Super Kit Lanes du Nord, 210 Meter. Muss mich mal immer so ein bisschen umdrehen. Ne? Natürlich darf das Rosa nicht fehlen. Dieses Rosa ist nicht in Mohair zu der Farbton. Aber dieses helle Rosa dadurch wirkt wirklich richtig schick. So, was habe ich gesagt? 3, 4, 5, 6, 7, ja. Und zum Schluss die Nummer 8. Also, das sind so 8 Sets, die ich gedacht habe, die ich zusammenstelle, wenn einer dafür Interesse hat. Ne? Jo. Also, dann bin ich zu Hause, bin so am Rumwühlen und ich habe ja neben meinem Sofa habe ich ja so ein kleines Wägelchen stehen
wo so Handarbeitssachen drauf liegen. Und ich hatte, das ist immer alles so schön aufgeräumt, und ich hatte oben drauf, hatte ich Zeitschriften gelegt. Und auf diese Zeitschrift hatte ich dann wohl diesen Bobbel. Dann hatte ich irgendwas in ein Tuch drüber geworfen oder was weiß ich. Auf jeden Fall nehme ich das und dann fällt der Bobbel runter. Und ich weiß nicht, was mich abgelenkt hat, warum ich nicht sofort dann diesen Bobbel wieder. Der hat nicht auf der Erde gelegen, sondern der hat zwischen diesen, zwischen diesem Wägelchen und der Couch gesteckt. Warum ich das? Keine Ahnung, Telefon klingelt, draußen klingelt, irgendeiner mich gerufen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das total vergessen, dass der zwischen diesen beiden Dingern klemmt. So, jetzt denke ich, ach, räumst du mal ein bisschen auf, ne? Guckst mal ein bisschen da, aber was man so macht, ne? Aufräumen, putzen, sauber machen. Und plötzlich macht es plopp. Ich, hä? Ach, der Bobbel, der klebt, steckt ja zwischen, ne? Und dann habe ich gedacht, ach, der ist so schön. Den hatte ich von Ulla bekommen zum Sommerfest. Und ich hatte mir den extra im Wohnzimmer gelassen, weil ich den anstricken oder anhäkeln wollte. Aber wie es so ist, ne? Ja, und dann hat er ja jetzt ein paar Tage oder Wochen dazwischen Wägelchen und Couch gesteckt. Und dann habe ich gedacht, nee, und jetzt fängst du einfach was an. So. Und das zeige ich euch. Das war die Vorgeschichte, wie ich dazu gekommen bin, jetzt was zum Häkeln anzuschlagen. Und zwar ist das dieser Bobbel. Jai, meine Farben. Und, ja, okay, ne? Es ist ja beim Häkeln ist immer so, wenn ich das so einpacke, das sieht dann immer so kraus aus. Guckt euch mal dieses Muster. Ich habe mir dieses Muster gedacht. Das steht in. Ich habe mir ja von Lana Grossa diese Tücher und Co. Ne? Das sind ja meine. Also da bin ich damals bei Susanne mit angefangen. Über Frau Gomez habe ich ganz viele. Und jetzt war ich in Bad Salzuflen. Und da habe ich mir dann auch wieder welche mitgebracht. Und zwar habe, also hier, diese Tücher, von wo das jetzt weg ist, weiß ich nicht. Tücher und Co. heißen die. Das hier ist die Nummer 4 von Lana Grossa. Und da ist ein Modell drin. Modell Nummer 9. Ich zeige es euch mal eben. 13, 11, 10, 9. So, das ist dieses hier. Das ist auch das Muster. Dieses hier, da kennt ihr mich ja für. Das mag ich nicht leiden, das kommt da nicht dran. Da kommt bei Moni irgendwas dran, was ihr gefällt. Also ich habe ja auch Musterbücher für Borden, zum Häkeln, zum Stricken und, und. Und da werde ich mir eine schöne Borte aussuchen, weil dieses mag ich nicht. Da ist wieder dieses Gedrödel dran. Obwohl, vielleicht könnte ich es so machen wie da in einer anderen Farbe. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich mal inspirieren, wenn ich dann soweit bin. Aber ich finde, wo ist meine Häkelnadel da? Ich finde, das Muster ist sehr eingängig, es macht Spaß, ne? Aber da ich ja im Moment weder stricken viel noch häkel, noch Fernsehen gucke, noch sonst irgendwas, sondern die meiste Zeit auf der Couch oder im Bett liege und meine Augen schone, ich komme mir immer vor, als wenn ich muss auch wirklich anstrengen. Ich habe das Gefühl, die werden auch jetzt schon wieder kleiner, weil ich so lange aufhabe. Das kennen die gar nicht mehr, dass ich so lange die Augen aufhabe. Morgens ist es immer ganz schlimm, ne? Oh, wenn man aufsteht, dann tut alles weh. Ja, das habe ich dann auch noch gemacht, ja. Und das war eigentlich alles. Und mehr habe ich nicht, nichts, gar nichts. Es funktioniert halt nicht. Ich hatte dann auch überlegt, ob ich heute überhaupt ein Video aufnehme. Weil erst einmal dies weh. Reden kann ich auch schon nicht mehr. Und dann, weil man ja nichts hat, guck mal, es sind 24 Minuten und ich bin vollständig durch. Also ich habe nichts mehr zu zeigen, nichts mehr zu erzählen, gar nichts, weil zu erzählen gibt es nichts. Bis auf die schönen Dinge, die ich jetzt so privat habe,
freue mich da auf den November, ist ja klar. Und es ist gar nicht mehr lange. Montag habe ich auch frei. Das heißt also nur bis Mittag. Ab 2 Uhr bin ich dann hier im Laden. Bekomme auch am Montag Besuch von einer lieben Zuschauerin. Freue ich mich auch schon drauf. Da wollte ich auch fertig sein mit dem Tuch für die liebe Silvia. Das werde ich nicht schaffen. Das werde ich ihr nachschicken müssen, weil diese Wolle macht mich ja eh schon allergisch. Und jetzt noch mit den Augen, dann kann ich gar nichts mehr. Sorry. Ja. Ne? Wie war das nochmal? Das Leben kommt dazwischen, ja. Und nichtsdestotrotz werden jetzt ein paar schöne Tage auf mich zukommen. Morgen habe ich frei. Ja, Donnerstag kommen die Frauen. Aber Freitag ist dann schon Wochenende. Samstag, Sonntag. Montag einen halben Tag frei. Ja, Dienstag mache ich mit euch wieder ein schönes Video. Mittwoch ist Feiertag. Donnerstag noch mal ein bisschen arbeiten. Und Freitag geht es dann los. Ja, freu. Sind ein paar schöne Tage. Naja, nichtsdestotrotz fällt mir nichts mehr ein. Nö, das war's für heute. Mehr gibt es nicht. Ich gehe jetzt meinen Kamillentee kochen und meine Pets aus dem Badezimmer holen. Und dann werden hier Augenpflege betrieben mit Kamillenpads. Ja, weil ich merke, es brennt. Dieses Video ist eigentlich nur über meine Augen, oder? Ach, ich muss mich auch mal auskotzen. Ich kriege bestimmt jetzt wieder irgendwelche Nachrichten, wo da drin steht, musst du uns immer von deinen Krankheiten erzählen? Ja, muss ich. Irgendeinem muss ich es ja erzählen. Warum nicht euch? Ja. Okay, gut. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch, also ich versuche auch die Kommentare noch zu beantworten und Herzchen zu vergeben, wenn ich sehen kann. Also ich werde mein Bestes geben und wünsche euch natürlich, ja, nur das Allerbeste, dass ihr mir schön gesund bleibt, dass ihr auch das Herbstwetter genießen könnt und dass ihr auch Freude am Leben habt. Ja, trotz aller Widrigkeiten, dass man die Freude bei sich behält. Ja, das wünsche ich euch allen. Gesundheit, glücklich sein und eine schöne Strickzeit. Wir sehen uns. Also die Mitglieder sehen mich ja morgen. Und für alle anderen sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss.